Willkommen zur aktuellen Vorlesung. Heute wollen wir noch einen kleinen Nachtrag geben zum Thema Ethik der Virtualität, Ethik der virtuellen Realität. Ich mache oben rechts einen Link rein zu der gesamten Vorlesung zu diesem Thema. Und wir wollten uns noch die Frage nach dem digitalen oder vielleicht auch virtuellen Bösen stellen. Ich hatte gesagt gestern, das Digitale ist nicht mit dem Virtuellen gleichzusetzen. Es gibt vieles, was digital ist, was auch digitalisiert ist, was nicht virtualisiert ist dadurch. Zum Beispiel bloße digitale Abbilder sind nach den Begriffen, die wir hier entwickelt haben, keine virtuellen Gegenstände, sondern virtuelle Gegenstände müssen noch etwas eigenständiger sein. Und jetzt kann man sich fragen, gibt es sowas wie virtuelle Formen des Bösen, natürlich auch des Guten oder des Unmoralischen. Und da möchte ich kurz auf Luciano Floridi eingehen, ein Oxforder Informationsphilosoph, Floridi, der hat eine Philosophy of Information geschrieben. Man sieht hier jetzt gleich, er wählt den Zugang nicht über das Digitale, sondern über den Begriff der Information. Er spricht von einer sogenannten Infosphäre. Eine Infosphäre umfasst die digitalisierten oder digitalen Informationen, aber auch analoge Informationen. Also Zeitungsinformationen, alles, was irgendwie informationell vorliegt. Natürlich ist der Informationsbegriff ziemlich weit. Da kann irgendwie alles drunter fallen. DNA enthält ja auch Informationen. Ja. Müsste man jetzt kritisch zurückfragen, ob die Infosphäre auch natürliche Informationen enthält. Deswegen setze ich nicht hier in der Vorlesung an den Begriff der Information an, sondern am Begriff des Virtuellen. Und jetzt hat er hier eine Tabelle gebracht, wo er eine Taxonomie von Agenten und Akteuren bringt. Das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen, weil wir uns die Frage stellen wollen, gibt es virtuelle Akteure oder Akteurinnen auch unabhängig von uns Menschen? Vielleicht virtuelle Akteure, die nicht dasselbe sind wie Avatare. Wir haben gesehen, Avatare im Metaversum können unter bestimmten Umständen nicht nur als Simulationen von uns verstanden werden, sondern als virtuelle Akteure, weil sie anderen raumzeitlichen Bedingungen unterliegen. Jetzt schauen wir mal hin, was er hier unterscheidet. Er spricht hier von NAAs, das sind natürliche und autonome Akteure, zum Beispiel eine Person, ein Tier, ein Engel, Gott oder Außerirdische. Das sind natürliche autonome Akteure. Er fasst natürlich den Handlungsbegriff sehr weit auf. Dadurch kann er auch ein Tier als Akteur fassen. Das kann man natürlich kritisieren. Man kann ja auch sagen, ein Tier kann eigentlich gar nicht handeln, weil zum Handeln eine bestimmte entwickelte Form von Vernunft gehört. Dazu gehören auch Gründe. Tiere können vielleicht gar keine Gründe für etwas empfinden, aufbringen, abwägen. Er hat also einen sehr weiten Begriff von Akteur. NHAs, das sind jetzt natürliche und heteronome Akteure. Also natürlich heißt eben nicht künstlich, ist der Gegenbegriff zum Künstlichen. Eine Flut, ein Erdbeben und ein Tsunami. Sowas fasst ihr als Akteure auf. Das ist natürlich wirklich durchaus problematisch. Auf der anderen Seite kann man sagen, wenn man von einem Erdbeben spricht, dann sagt man, das Erdbeben hat das verursacht. Und das Erdbeben kann auch irgendwie als natürliches Ereignis abgegrenzt werden von anderen Ereignissen. Ja. Eine Flut hat eine kausale Kraft. Er orientiert sich hier ganz klar an der kausalen Kraft. Und eine Flut tut etwas, wenn man so will. Eine Flut ertränkt Menschen, eine Flut zerstört Menschen. Also aber ein sehr weiter Begriff, Akteur. Was uns jetzt interessiert, sind die AAAs. Artificial Autonomous Agents. Künstliche und autonome Akteure. Ein Webbot, ein Expertensystem, ein Software-Virus, ein Roboter. Das interessiert uns jetzt. Sind AAAs, also Artificial and Autonomous Agents, wie Viren, können wir die auch virtuelle Akteure nennen? Wird da etwas virtualisiert nach unseren Begriffen? Naja, wir müssen uns fragen, was ist der Zweck? Der Zweck ist, Schaden anzurichten. Den Schaden können wir natürlich auch direkt anrichten als
NAAs als natürliche und autonome Akteure. Aber ist jetzt ein Webbot wirklich autonom? Setzt er sich selbst Zwecke? Das finde ich, muss man etwas problematisieren. Ein Webbot ist doch programmiert, also nicht autonom, sondern die Gesetze, die ihn bestimmen, die sein Agieren, wenn man so will, Handeln möchte ich jetzt nicht sagen. Wir kennen im Deutschen auch die Unterscheidung zwischen Agieren und Handeln. Agieren ist irgendwie schwacher. Vieles, was agiert und interagiert, ist nicht gleich als Handlung zu verstehen. Interaktion gibt es ja auch zwischen Tieren oder auch vielleicht sogar Wechselwirkungen zwischen natürlichen Phänomenen. Also reden wir lieber von Aktivitäten oder Aktionen. Vieles davon ist ja nicht jetzt irgendwie autonom, sondern folgt Gesetzen, die es von außen bekommen. Man sieht, er hat auch einen sehr weiten Begriff von Autonomie. Wollen wir jetzt gleich darüber diskutieren, inwiefern ist jetzt ein Webbot ein Akteur, ein autonomer Akteur und vielleicht sogar auch ein virtueller Akteur? Und er unterscheidet noch AHAs, das sind künstliche und heteronome Akteure. Verschmutzung, Inflation und Stau. Interessant, ne? Also ich finde es, ich möchte nicht von vornherein jetzt alles hier abweisen, sondern es ist nachdenkenswert. Ein Stau, eine Verschmutzung. Inwiefern ist die künstlich? Klar, sie ist menschengemacht, ein Stau ist menschengemacht, aber inwiefern ist er heteronom? Er entwickelt nicht aus sich selbst heraus eine Kausalität. Natürlich sind auch Inflation und Verschmutzung irgendwie kausal wirksam. Worin unterscheiden die sich jetzt von Robotern? Das ist wirklich eine spannende Frage. Man kann es sich so vorstellen, Inflationen entwickeln sich irgendwie nicht nach klaren Regeln. Die haben keinen klaren Antrieb. Auch Verschmutzungen entwickeln eine Eigendynamik. Kausalität ist enthalten, aber nicht so, dass diese Dynamik irgendwie zielgerichtet ist. Anders gesagt, da ist keine Teleologie enthalten, keine Zielrichtung. Das sind alles Aktivitäten, die künstlich erzeugt sind, die eine Kausalität haben, aber die Kausalität ist nicht auf ein konkretes Ziel hingerichtet, während ein Webbot sehr klar Ziele verfolgt. Jetzt muss man sich natürlich fragen, verfolgt er diese Ziele aus sich selbst heraus, weil er sich diese Ziele selbst gesetzt hat? Und das möchte ich bestreiten. Ich wäre jetzt hier kritisch, Webbots autonom zu nennen, weil sie sich nicht selbst die Gesetze geben. Sie haben sie von außen einprogrammiert bekommen. Aber ihre Teleologie, ihre Zielrichtung ist auf jeden Fall klarer geordnet als die von Staus oder Verschmutzung. Sie entwickeln auch eine Dynamik, aber nicht zielgerichtet. Das ist alles ein bisschen diffus. Wir diskutieren gleich drüber. Ich gehe mal, ich zeichne ja gerade noch auf, wir diskutieren gleich weiter darüber. Ich will noch kurz weitergehen. Das Darknet möchte ich kurz erwähnen, weil ja auch im Darknet Webbots unter Umständen zu finden sind. Ja. Darknet, die Schattenwelt des Internets. Ich hatte die Frage aufgeworfen, ist das Darknet ein virtueller Handlungsraum? Und zwar einer, der den virtuellen Handlungsraum auch eher verkleinert. Ich hatte ja gesagt, die Ethik der virtuellen Realität im Digitalen bemisst sich danach, ob wir den Handlungsraum vergrößern oder verkleinern. Meine These wäre jetzt, das Darknet verkleinert den virtuellen Handlungsraum. Obwohl man jetzt erstmal denken könnte, im Darknet sind mir Dinge möglich, die mir ja sonst im Internet gar nicht möglich sind. Es vergrößert meinen Handlungsspielraum. Ich kann darin Dinge kaufen, erwerben, die ich sonst nicht legal erwerben kann. In atemberaubendem Tempo entstehen in verborgenen Bereichen des Internets blühende Schwarzmärkte für Waffen, Drogen, Medikamente, falsche Pässe, geklaute Kreditkarten oder Hackerdienste. Diese anonymen Online-Shops sind kundenfreundlich und nutzerorientiert. Bezahlt wird mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen. Hier sieht man jetzt, hier kommen jetzt verschiedene Phänomene, die wir schon diskutiert hatten, sprich digitale Objekte. Heute werden wir noch über NFTs sprechen, über Non-Fungible Token. Hier, sagt jetzt, kommen diese neuen Technologien auch ins Spiel, wenn es um virtuelle Handlungsräume geht, wie das Darknet.
Meine These wäre jetzt, dass Darknet ist deswegen moralisch problematisch. Wir wollen ja eine Ethik der Digitalität entwickeln, weil es sich abkapselt vom übrigen Internet. Sie wissen, wie Sie ins Darknet kommen. Das ist gar nicht so leicht. Brauchen Sie verschiedene Zugangstools. Also der Zugang zum Darknet ist nicht ohne weiteres möglich. Sie kennen die Unterscheidung des Clear Web, des Deep Web. Der Unterschied ist, dass das Clear Web ist das, was Sie sagen, indexiert ist, was Sie mit Ihrer Suchmaschine erreichen können. Das Deep Web, das sind nicht indexierte Seiten. Die können Sie nicht gar nicht durch Suchmaschinen erfinden. Ja? Und das Problem ist im Internet, das, was Sie nicht finden können, das existiert für Sie eigentlich gar nicht. Ja? Es wird zumindest nicht ausgegeben. Ja? Das ist ein Riesenproblem. Und ich habe mir sagen lassen, das Deep Web ist viel größer als das Clear Web. Müssen wir natürlich nochmal genauere Statistiken dazu bringen. Man denkt immer, das Internet sei all dasjenige, was man durch Suchmaschinen sichtbar machen kann oder verfügbar machen kann. So ist es aber nicht. Also eine ganz komplexe Datenstruktur. Und jetzt gibt es noch das Darknet. Und da kommen Sie nur mit einem Tor-Browser rein. Mit einer Onion-Adresse. Das ist dieses Zwiebelsystem. Das Darknet ist jetzt an sich ja noch nicht irgendwie unmoralisch, sondern es kommt darauf an, was man darin macht. Ich möchte trotzdem auf eine Tendenz hinweisen. Das Darknet entzieht sich eben dieser sichtbaren Seite. Ja. Es ist ein Schattenbereich, eine Nebenwelt des Internets, wo man teilweise auch nur mit Passwort reinkommt und wo es natürlich auch illegale Bereiche gibt. Aber schauen Sie her, die illegalen Bereiche gibt es natürlich auch im Clear Web. Sie können natürlich auch durch Suchmaschinen verbotene Inhalte, illegale Inhalte sich ergoogeln oder ersuchen. Das ist möglich, auch wenn immer wieder Versuche unternommen werden, diese illegalen Inhalte dann auszublenden. Ja. Ich darf nur an Software-Piraterie erinnern. Ja. Mit etwas Suchanfragen kriegen Sie die gewünschte Datei. Da haben Sie einen Zugriff auf die gewünschte Datei. Das sind häufig manipulierte Dateien, gecrackte Dateien. Dateien, deren Sicherheitsmechanismus durch geschicktes Hacking oder geschicktes Programmieren entfernt wurde, sodass sie dafür nichts bezahlen müssen. Das gibt es natürlich auch im Clear Web, aber natürlich noch viel deutlicher und auch noch viel krimineller hier im Darknet. Das Problem, was ich jetzt darin sehe aus ethischer Sicht, ist nicht das, dass sie im Darknet illegale Dinge tun können. Das können sie nämlich auch im Clear Web. Sondern das ethische Problem ist in meinen Augen darin zu sehen, dass das Darknet sich abkapselt, dass es die Tendenz hat, separate Bereiche zu eröffnen und zu stabilisieren und zu erweitern, die nicht mit dem Clear Web verbunden sind. Und eine Ethik des Internets oder eine Ethik des virtuellen Handlungsraums sollte immer berücksichtigen, dass man sich darin vernetzen können muss, dass es Sichtbarkeit geben muss. Anders gesagt, dass es so etwas wie eine Öffentlichkeit geben muss. Immanuel Kant spricht von einem öffentlichen Gebrauch der Vernunft und der ist im Darknet nicht möglich. Das kann man natürlich sagen, ein öffentlicher Gebrauch der Vernunft, der ist ja auch im Clear Web nicht unbedingt immer der Fall. Das ist richtig, weil wir häufig im Clear Web anonym oder pseudonym agieren. Der Unterschied ist jetzt doch der zum Darknet, dass selbst wenn wir anonym oder pseudonym im ClearNet unterwegs sind, unsere Spuren sichtbar sind, unsere Ergebnisse vernetzbar sind und sozusagen zur deliberativen Meinungsbildung, wie Jürgen Habermas sagen würde, beitragen können. Das können Dinge, die sich der Öffentlichkeit entziehen, auch häufig unter dem Deckmantel des Schutzes, nicht. Man muss jetzt dazu sagen, das Darknet hat ja nicht nur negative Seiten. Viele Menschen nutzen das, weil sie nicht in bestimmten Staaten ins Internet kommen, weil das von Regierungen verboten ist oder eingeschränkt ist. Sie müssen den Weg übers Darknet nehmen. So könnte man immer argumentieren. Dennoch scheint mir das nicht die beste Option zu sein, weil man sich der Öffentlichkeit entzieht. Ja? Das ist ein Entzug aus dem öffentlichen Diskurs. Und das kann natürlich auch aus ethischer Sicht problematisiert werden. Wir kommen gleich zur Diskussion. Wenn wir das Internet also als einen virtuellen öffentlichen Handlungsraum verstehen, dann erscheint das Darknet als ein abgekapselter Schattenraum. Es stellt sich jetzt die Frage, inwiefern eine Abkapselung eines virtuellen Handlungsraums selbst einen unmoralischen Raum eröffnet.
Also nicht durch dasjenige, was man in dem Raum tut. Der Raum kann ja nichts dafür, was man in ihm tut. Das Internet ist ja nicht deswegen schlecht oder böse, weil wir darin Unmoralisches tun können. Wir können ja genauso gut Gutes darin tun. Sondern das Problem ist eher die Form, die Struktur des Raumes. Die Struktur des Internets, des Clear Webs, ist so, dass es Vernetzungen zulässt, ja sogar fordert und fördert. Durch hypertextuelle Verlinkung, Hypertextualität, durch das Symbol Teilen. Das kennen Sie in jedem Burger-Menü, so heißen diese drei Punkte oder die drei Striche. Das ist das sogenannte Burger-Menü. Und Sie können eben reibungslos, unmittelbar Informationen teilen. Auch wenn es unnötige Informationen sind. Aber das Teilen an sich ist eine Form von Öffentlichkeit und von Erreichbarkeit und von ja, Orientierung. Trotz allem. Selbst Fake News geben irgendwie Orientierung ab, sofern wir uns auf sie beziehen können und sie in bestimmten Kontexten teilen können. Darf an Twitter erinnern, wenn da Bezug genommen wird auf eine Nachricht, auf ein Posting, das einem auch nicht gefällt, so teilt man das, auch wenn es vielleicht falsch ist, wenn es eine Fake News ist. Aber es führt dazu, dass wir dann in einer Gemeinschaft darüber diskutieren können. Und das geht eben nicht im Darknet. Es ist keine Öffentlichkeit, es ist eine private Struktur. Und das ist in meinen Augen das eigentlich ethisch Problematische und nicht das, was man darin tut. Weil man kann eben auch Unmoralisches im Clear Web tun. Vielleicht nicht so leicht. Es ist also die Struktur, würde ich sagen. Sind also alle virtuellen Handlungen, die im Darknet vollzogen werden, als solche bereits unmoralisch? Das muss man jetzt diskutieren. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber man muss sich schon dessen bewusst sein, dass der Schritt ins Darknet der Schritt aus der Öffentlichkeit ist. Und dass dasjenige, was man tut, eben nicht öffentlich mehr verhandelbar ist. Und alles andere, was wir im Clear Web tun, ist öffentlich verhandelbar, weil es durch Suchmaschinen prinzipiell indexiert werden kann. Weil es sichtbar ist, erreichbar ist, auch wenn es unsinnig sein sollte. Auch Unsinn, der vernetzbar ist, ist am Ende irgendwie sinnvoll. Und dasjenige ist eigentlich unsinnig, was nicht erreichbar ist, was sich entzieht oder was auch zu Blasenbildung führt. Ja, das möchte ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen zur Diskussion stellen. Wir diskutieren darüber und dann geht es gleich weiter mit der nächsten Thematik, nämlich mit der Ästhetik der virtuellen Realität.